Was wir natürlich auch alternativ machen könnten, wäre, ne? Das könnte auch funktionieren. Okay. Gar nicht so kompliziert machen unbedingt. Mitnehmen können wir dich aber erstmal jetzt leider nicht. Das bringt uns leider nur einen halben Weg rüber. Okay. Ich warte mal kurz ein bisschen hier. So, ganz am Ende. Drücken wir da drauf. Wir holen uns den nämlich nach oben. Dann können wir den schon mal hier hin tun, in der Theorie. Und dann muss da drüben halt noch jemand hin. Was bedeutet? So. Nice. Da sind wir. Noch mehr leuchtende magische Sachen. Hier sind es Speere bzw. Teile davon. Okay, da wollen wir nicht hin. Wir wollen erstmal hier runter, scheinbar. Aha. Damit wollen wir dann dort nach oben. Den hier können wir wahrscheinlich verschieben. Ja, okay. Bringen wir uns den erstmal darüber. Okay. Weil hier runtergehen kommen wir nicht mehr zurück. Müsste aber okay sein. So, wir kommen nur hier nach oben. Von hier können wir aber doch gar nichts tun. Ach, da drüben ist noch ein Knopf, okay. Der bringt es dann wahrscheinlich von da nach da. Oh. Unendlich reicht das auch nicht. Okay. Damit können wir uns neue Cubes erschaffen. Dann würde ich sagen, die Sache ist, wir müssen uns den garantiert darüber mit rübernehmen. Den Cube.
Ich hätte mir den halt hier hingetan. Hätte dann den Move gemacht. Aber ich weiß nicht, ob das hinhaut. Na, so schon mal gar nicht. Muss den schon kriegen. Nee. Die Sache ist, ich weiß gar nicht, ob mein Geister-Ich überhaupt diese Brücke da noch braucht. Und das habe ich ja auch noch nicht ausprobieren können bisher. Weil wenn das die nicht braucht, dann wäre das ein Riesenvorteil. Könnte ich sofort loslaufen. Das werden wir jetzt herausfinden. Oh ja, okay. Klar. Dann ist das natürlich sehr viel weniger anstrengend. Okay, wir haben hier wieder so ein Tor. Die Frage ist, inwiefern hilft uns das? Ich glaube, ich weiß wie. Aber das haut zeitlich halt nicht hin. Nee. Wir müssen halt darüber. Das ist die Sache, die tricky ist. Nee. Obwohl, wir können ja auch starten, dass das Teil hier steht, ne? Das hätte ich bedenken können. Sekunde. Den hier verschwenden wir mal kurz, den Try. So. Und dann schieben wir uns das da mal kurz rüber. Auf und davon. Sehr schön. Das hat doch funktioniert. Oh, noch eine Pyramide. Da haben wir einen Cube. Da haben wir irgendeine Fläche. Wow.
Haben wir uns gerade teleportiert? Ich glaube schon. Ja, also wenn ich das so sehe, habe ich auch gar nichts mehr dagegen. Das sieht viel schöner aus. Kann ich niemandem verübeln an der Stelle. So, das bringt mir die Plattform hier rüber. Das bringt mir die zweite Plattform rüber. Okay. Ah, nee, stimmt. Wir müssen es hier noch zurückfahren lassen. Oh. Ja. Nein, ich war schon wieder dumm, ne? So, und dann darüber. Okay, wir haben irgendetwas gefunden. Oh! Oh! Ja! Der ist so süß. Hier sind wir auf irgendeiner Brücke sehr, sehr weit oben. Oh. Schau mal, wer da ist. Ah, weil wir den ersten haben. Okay, okay. Da geht es weiter, da geht es auch weiter. Ich würde erstmal hier rüber gehen vielleicht. Ja, ne? Das war jetzt nicht so schwer. Okay, zum Mund kommen wir auch noch mal zurück. Sieht so aus wie ein Schlüssel, so ein bisschen. Hm. Was haben wir denn hier so? Okay, die Leute haben auf jeden Fall ganz schön hart gearbeitet, um an diese Kristalle, würde ich sie jetzt einfach mal nennen, zu kommen. Warum haben wir... Ah, Sekunde, hier geht's noch nach oben. Okay. Ah. So, dann hätte ich gesagt, gehen wir hier durch. So, lassen wir mal so ein bisschen Zeit noch. Ne, und gehen so nach oben. Okay, so kommen wir dahin. Thank you.
Gut. Die Frage ist jetzt, wie machen wir das gleichzeitig noch? Weil hier oben haben wir ja nicht noch mal so ein Tor. Und es müssen auf jeden Fall wir rüber, weil sonst können wir das Teil ja nicht aufsammeln. Sprich, wir müssen uns irgendwie... Wir brauchen hier oben den Cube auf jeden Fall. Weil der muss das Teil halten, anders funktioniert es nicht. Oder das Teil da oben. Eigentlich ist das ja aber auch gar kein so großes Problem. So. Oh, ja, Sekunde, wir müssen... Reset, reset. So, wir nehmen den, stellen den hier hin, gehen hier hoch, drücken dann den Knopf. Oh! Ja, die war ja erst noch oben. Ups! Das habe ich vielleicht, aber nur ganz vielleicht, vergessen. Sekunde, jetzt ist aber unten. Gut. So. Eigentlich müssen wir den hier hinstellen. Oder kämen wir sonst nochmal zurück? Ja, eigentlich schon. Ist glaube ich, egal. Nee, ist nicht egal. Stimmt nicht. So, wir müssen den mitnehmen. Und so. Die Plattform muss ja nochmal zurück. Dann stellen wir das hier hin. Das ist ja so eine Brücke. Das ist erstmal egal. Okay. Ich würde mir für einen Zweifelsfall die nochmal... Den Cube könnten wir uns im Zweifelsfall mitnehmen. Brauchen wir aber eigentlich nicht. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber nur um es gesagt zu haben, ich glaube, die Entwickler haben den Teil der Sache ein bisschen vergessen, dass man sich theoretisch, wo man will, so einen Cube mitnehmen kann, einfach, wenn man Bock drauf hat. Zumindest habe ich bisher noch nichts gefunden, was mich daran gehindert hätte, den mitzunehmen. Nummer 1.
mal zwei. Die anderen zwei sind wahrscheinlich da hinten. Drei hatten wir noch nicht, ne? Nee. Hier war nichts. Da ist nur eine Statue. Dann bringen sie ihn direkt hier an Anfang. Um einen an der Nase rumzuführen. Weil so easy kommen wir da natürlich nicht ran. Okay. Machen wir uns hier mal ein bisschen auf. Müssen da ja gleich dann nur noch einmal hin, nur noch hoch. Das bedeutet, ich stelle mir den Cube erstmal hier hin. Und dann das hier. Oh, shit, ich habe nicht mehr gedrückt. Ich habe gedacht, ich hätte noch ein ganz klein wenig mehr Zeit, aber hatten wir nicht. So. Brauche nämlich die Zeit, um den hier mitnehmen zu können. So. Da haben wir dich. Huch, ist das da unten ein Boot? Da unten rechts, das sieht so ein bisschen so aus. Das hier. Also ein klein wenig. Hat etwas von einem Boot, zumindest meiner Meinung nach. So, hier waren wir ja jetzt. Ja, mit dem kommen wir hier aber nicht rüber, okay. Aber nicht hier rein. Zumindest nicht bisher. Gibt es bestimmt noch einen Sinn für. Werden wir bestimmt auch noch rausfinden. So, jetzt müssen wir aber erst gucken, wie kommen wir da ganz nach oben. Doch, da müssen wir doch mit dem Teil hin. Das hier ist nirgends connected. Wir haben irgendwo auch schon mal diese Map gerade eben gesehen.
Drüben war das, glaube ich. Hab's mir leider nicht gemerkt. Sekunde. Ja. Okay. Die Reihenfolge scheint ja nicht zu interessieren. Im Grunde die unteren, der untere und der untere rechte, da sind die Pfeile nicht am Leuchten. Oder die Linien, wenn man so will. Jetzt müssen wir herausfinden, ob es da eine Reihenfolge gibt. Nein, scheinbar nicht. Okay, das ist schon sehr cool. Ja, doch, das ist schon sehr cool.